bedanke ich mich erstmal bei allen, dass sie heute Abend hier bei uns sind, zu der Abschlussveranstaltung, Podiumdiskussion für die Ringvorlesung New Medical Humanities in diesem Semester. Genau, also ich bin Thomas Drojan, da ist Runa Yu und wir sind heute also das Moderationsteam für die Runde. Und unser Dank gilt natürlich nicht nur den Gästen, die anwesend sind, sondern insbesondere unseren eingeladenen Diskutantinnen und Diskutanten, Frau Professor Malich, Herr Professor Borg und Herr Dr. Weber, die wir gleich noch kurz vorstellen möchten. Aber zunächst unsere thematische Einleitung. Na. So, Medical Humanities ist der Titel und die Frage des heutigen Abends ist nach der Zukunft der Medical Humanities. Wir haben ja im Laufe des Semesters schon über verschiedene Themen gesprochen. Runa gibt uns gleich auch nochmal einen kleinen Überblick über das, was schon Thema gewesen ist. Und ich erinnere nur kurz daran, Medical Humanities, darunter verstehen wir dieses Schnittfeld von Lebenshuman- und Geisteswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Geschichte, wie auch immer, Philosophie, alles, was sich eben als Geisteswissenschaft selbst versteht, auch die Psychologie eventuell. Und diese Felder, wie sie einen Blick nehmen auf Gesundheit, auf Krankheit, auf menschliches Wohlbefinden, auf die ja, Medicals eben, auf die Medizin. Der Fokus oder der Akzent, der unserer Kölner Gruppe wichtig ist, ist ein Blick auf die menschlichen Lebenswelten, in denen irgendwie medizinische Praxis oder medizinische Forschung betrieben wird oder eben jede andere Art von Praxis und Forschung, die zu den Gesundheitswissenschaften zu zählen ist. Wir fragen danach, welchen Beitrag die Geisteswissenschaften, die Lebenswissenschaften, die Humanwissenschaften zu dem medizinischen Diskurs beitragen können. Wir möchten uns darüber informieren, welche Erkenntnishaltungen in den medizinischen Diskursen, in den gesundheitswissenschaftlichen Diskursen vorherrschen. Da gibt es einerseits, wenn man die Antipoden benennen will, den Naturalismus auf der einen Seite, den Sozialkonstruktivismus auf der anderen Seite. Und man kann sich die Frage stellen, was bedeutet es, aus so einer Erkenntnishaltung die Themen der Gesundheitswissenschaften oder der Gesundheitsversorgung in den Blick zu nehmen. Und das Dritte wäre vielleicht, dass man sich über Kontexte, Rahmenbedingungen und ja, ich weiß nicht, politische, juristische, andere kulturelle, gesellschaftliche Kontexte Gedanken macht, in denen eben Gesundheit verhandelt wird und Kranksein. Das ist keine abgeschlossene Liste, aber nur so als Erinnerung nochmal in den Raum geworfen. Ich sage ganz kurz was zum Ablauf des Abends, womit ich schon angefangen habe, eine Einleitung zu geben. Runa wird gleich übernehmen und wenn unsere Einleitung abgeschlossen ist, gehen wir über in die Podiumsdiskussion. Da werden unsere Gäste miteinander sprechen, jeder gibt einen kurzen Input und das dauert so circa eine Stunde. Danach bleibt dann noch so 20 bis 30 Minuten, um... Kriegen wir hin. Bleiben noch so 20, 30 Minuten, um auch mit den Leuten, die im Publikum anwesend sind, zu diskutieren. Also wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt eine Frage haben, dann machen Sie sich eine Notiz und bringen Sie dann gerne im Anschluss ein. So viel also dazu. Jetzt muss ich eine Folie überspringen. Denn uns kennt ihr schon alle. Und ich übergebe an Runa. Genau. Hallo. Und ich gebe einen Rückblick auf das vergangene Semester. Wir haben mit einer Podiumdiskussion angefangen, mit der Frage, was sind die Medical Humanities? Und da haben wir vor allem über Fragen, zum Beispiel die ersten Patientenbeziehungen und auch die naturwissenschaftliche Vereinseitigung der Medizin diskutiert. Und dann haben wir insgesamt 7 Vorträge. Und die ersten 3 Vorträge sind philosophische Reflexionen über die Deutungsnatur des Menschen von Professor Kai Vogelei. Und da haben wir Phänomenologie und Psychoanalyse von Professor Jagna Bojinska. Und dann haben wir Vulnerabilität und Schmerz aus anthropologisch-phänomenologischer Sicht
von Professor Markus Diederich. Und haben wir auch Themen wie Palliative Medicine von Professor Raymond Fuchs und auch Würde und Demütigung im Hinsicht der Sozialwissenschaft von Professor Franz Schulz-Nisband und heute auch hier. Herzlich willkommen. Und auch Behinderung, Disability als interdisziplinär Forschungsgegenstand von Professor Anna Wartschmidt. Und dann letztes Mal haben wir das Thema Grenzen der Veränderung in der Psychotherapie von Professor Johannes Ehrenthal. Und heute haben wir die abschließende Podiumdiskussion über, wie sieht die Zukunft der Medical Humanities aus? Und wir haben drei Diskutanten, Professor Lisa Malich und Professor Cornelius Borg und Dr. Rainer Weber. Herzlich willkommen. Genau, ich würde gleich die Thomas und ich werde dann unsere Diskutanten vorstellen kurz. Genau, also Professor Lisa Malich ist Professorin für Wissensgeschichte der Psychologie an der Universität zu Lübeck und hat Psychologie, Kommunikationswissenschaft und Neuen Deutschen Literatur an der Freien Universität Berlin studiert und hat auch Geschlechterforschung und Wissenschaftsgeschichte in die USA studiert und hat am Institut für Geschichtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist außer Wissenschaftsgeschichte der Psychologie auch Psychological Humanities. Genau, wir werden ja heute sicherlich auch sehr viel lernen. Und Thomas? Genau, ich sage kurz ein paar Worte zu Herrn Professor Cornelius Borg. So, Herr Borg ist Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und Naturwissenschaften an der Universität zu Lübeck und des Weiteren Direktor des Instituts für Medizin und Wissenschaftsgeschichte, ebenfalls Uni zu Lübeck. Er studierte Medizin, Philosophie, Religionswissenschaften und Medizingeschichte und hat geforscht zu Themen der Hirnforschung und Neurophilosophie, zur Medientechnik in der Medizin, auch zur Visualisierungstechnik, zur Zeitgeschichte der Medizin, zum Beispiel Medizin im NS, Medizin in der DDR, aber auch ja, in anderen Epochen oder Zeiträumen. Und nicht zuletzt auch zur sogenannten Epistemologie des Unscheinbaren in der Wissenschaft und Kunst. Das ist, glaube ich, was Neues. Zu all diesem Thema hat Herr Professor Borg etliche Publikationen veröffentlicht. Ich will nur einen Text erwähnen, weil ich finde, das passt so gut zu unserem Anliegen, Medical Humanities vorzustellen. Das ist dieses Buch Medizinphilosophie zur Einführung. Es ist erschienen beim Junius Verlag und gibt einen Überblick. Da drin ist zum Beispiel die Rede davon, dass Medizinphilosophie eine philosophische Reflexion auf Fragen nach Gesundheit und Krankheit umfasst, insbesondere. Und der Gedanke, dass es einen in unserer Zeit einen Zugriff, einen technischen Zugriff auf die Medizin gibt. Und das stellt Fragen an die biomedizinische Forschung, aber auch an die Medizinethik. Vielleicht so viel. Dann übergebe ich nochmal an Rona. Und Herr Dr. Rainer Weber ist leitender Psychologe der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Uniklinik Köln und Fachgebiet psychosomatische Medizin. Und sein Forschungsschwerpunkt sind Psychotherapieforschung, Studierendengesundheit und Männergesundheit. Und seine aktuelle Forschung untersucht die psychische Belastung der Studierenden. Und herzlich willkommen, Sie alle. Und ich würde jetzt gerne die Diskussion eröffnen mit der Frage, hatten Sie bereits Berührungspunkte mit den Medical Humanities und welches Potenzial sehen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Forschung?
vielleicht von Frau Professor Marichner und dann Herr Ford und Herr Weber. Okay. Und also, ja, also genau, bei mir ist es so, ich hatte, also ich würde das jetzt einfach biografisch von meiner akademischen Laufbahn beantworten. Und ich würde sagen, meine ersten Berührungspunkte mit Medical Humanities waren, als es noch nicht Medical Humanities hieß, sondern sowas wie Geschichte, Theorie und Ethik. Also eigentlich so Module, die oft im Medizinstudiengang verankert sind. Ich selbst, ich bin ja Diplompsychologin, also ich habe vor allem Psychologie studiert. Dann habe ich mich für Wissenschaftsgeschichte und auch Geschlechtergeschichte interessiert und da zu einem medizinhistorischen Thema eigentlich zur Geschichte der Schwangerschaft auch mit promoviert. Und mein Doktorvater kam aus der Medizingeschichte. Das war Volker Hess von der Charité und ich hatte da dann eine wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle und war dann auch für die Lehre verantwortlich und habe da dann eben Geschichte, Theorie und Ethik unterrichtet. Und fand das sehr sinnvoll. Habe da natürlich selber viel dazugelernt als Nicht-Medizinerin und fand die Seminare extrem gut konzipiert und dachte, schade, dass es das eigentlich nicht für die Psychologie gibt. Das hätte ich genau in meinem Medizinstudium extrem vermisst, weil das ist ganz interessant, finde ich, dass Sie gesagt haben, die Psychologie zählt bei Ihnen auch zu Medical Humanities. Ich würde eher die Psychologie, das ist ja so ein ganz schwieriges Gebiet, also Cornelius hat da bestimmt auch noch was zu sagen, zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Die ich sie heute erlebe und auch als Studentin schon erlebt habe, war das eine Psychologie, die sich als Naturwissenschaft vor allem definieren möchte und als Science, also wo es gerade keinen Raum für geisteswissenschaftliche Reflexion gab. Und eigentlich war dann so mein Plan oder mein Wunsch, sowas wie GTER wirklich auch in der Psychologie zu verankern, auch für Studierende. Von daher war das eher so mein Vorbild. Ich habe da parallel auch eine Approbationsausbildung als psychologische Psychotherapeutin gemacht, auch in einem tiefen psychologischen, also psychodynamischen Verfahren und fand auch vor dem Hintergrund das enorm wichtig und hatte auch da das Gefühl, da ist ein totales Gap im Psychologiestudium, weil man ja einerseits mit PatientInnen wirklich arbeitet, wo man oft mit so statistischen Mittelwerten nicht so weit kommt, um es mal so zu sagen, und andererseits, weil gerade bei psychodynamischen Ansätzen, die sind ja an Universitäten gar nicht mehr verankert und da wäre es eigentlich genau wichtig, auch theoretisch diskutieren zu können. Da dachte ich eben auch, das wäre eigentlich eine gute Hülle. Also Medical Humanities als Begriff habe ich dann erst später kennengelernt, als die ganzen MedizinhistorikerInnen eher so gejammert haben in Deutschland, oh, jetzt sind wir out, jetzt müssen alle Medical Humanities machen und das eher manchmal auch kritisch gesehen haben. Für mich war das, ich hatte da jetzt gar nicht so Abgrenzungsgefühl. Ich dachte, ja, geisteswissenschaftliche Medizin ist doch eigentlich auch Geschichte, Theorie und Ethik, finde ich gut. Und habe dann auch eben versucht, das auch als Psychological Humanities quasi, naja, so eine Art Schule oder so einen Ansatz einzuführen und das einfach quasi auch als Labeling quasi mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu kopieren, tatsächlich. Genau, also ich würde sagen, das wäre erstmal mein so, ich habe auch noch einige andere Punkte, die ich sagen wollte, aber ich denke, das wäre jetzt erstmal eine Antwort auf die erste Frage. Genau, ich kann den Ball gleich aufnehmen, weil Lisa ja schon Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin erwähnt hat, als ein Querschnittsfach, was im Medizinstudium ja ganz gut etabliert ist oder wenigstens, ja. Ich würde mal sagen, unser Institut profitiert sehr davon und das, was zunächst erstmal mehr eigentlich eine Art Marriage of Convenience war, mit Theorie als Kit zwischen den verfeindeten Disziplinen Geschichte und Ethik, von dem keiner wusste, was es ist, hat sich eigentlich aus unserer Lyriker-Perspektive als eine schöne Kombination ausgestellt. Also wir versuchen mehr oder minder allen Lehrveranstaltungen, wir unterrichten sehr breit, wir unterrichten nicht nur Mediziner und Psychologen, sondern auch Gesundheitsfachberufe und Informatiker und Molekularbiologen in Lübeck. Als der Zugang, wie wir Studierende bestimmter Ausbildungsstudiengänge Perspektiven darauf, was es heißt, diesen Beruf in der Gesellschaft auszuüben, vermittelt wird. Geschichte, Theorie und Ethik passt irgendwie ganz gut zusammen dabei. Bin ich schon mal mit Medical Humanities in Berührung gekommen? Ja, als ich vor 2007 war das, ne? aus Kanada zurück nach Deutschland kam und das Institut übernommen habe, habe ich einen Kurs übernommen, aufgebaut, Einführung in die Medical Humanities. Also ich gehöre zu denjenigen, die das in Deutschland mitgemacht oder eingeführt haben. Weil es im ersten Semester den Zwangskurs Latein für Mediziner gab und Vokabeln lernen fand ich etwas, was man gut selbst machen kann, was man gut digital, gut in einem E-Learning-Modul machen kann.
um den Studierenden, die frisch an der Uni sind, zu vermitteln, dass sie sich Stoff selbstständig erarbeiten können und dass man das sehr einfach per Klausur abfragen kann und das Erlebnis vermitteln kann. Sie können sich selbst was beibringen und in den frei gewordenen Stunden haben wir dann einen Kurs Einführung in die Medical Humanities alternativ aufgebaut. Und das gibt es bis heute. Warum ist das aus meiner Sicht wichtig? Aus den Gründen, die Sie schon genannt haben oder die im Hintergrund dieser Vorlesungsreihe ja auch so wunderbar abgebildet sind. Aus eigentlich naheliegenden, aber dann doch wieder in Vergessenheit geratenen Gründen heißt das Studium ja Humanmedizin. Man könnte auf die Idee kommen, dass das der Vorsitzhalber dran geschrieben ist, weil wenn man das macht, allzu leicht vergessen wird, dass es auch irgendwie human sein muss, dieses Studium oder das Fach, was da praktiziert wird. Das meine ich nicht ganz so zynisch oder ironisch, wie es jetzt rüberkommt, sondern tatsächlich als einen sehr wichtigen Einsatz dieses Faches, den im Studium zu vermitteln, nicht mehr so leicht ist. Ohne Zweifel ist Biomedizin enorm erfolgreich, beispiellos erfolgreich, entwickelt sich unglaublich rasant schnell weiter. Das führt dazu, dass die naturwissenschaftlich-technisch gefundenen, pragmatisch erprobten Lösungen definiert, wie mit den Problemen umzugehen ist. Und das ist aus meiner Sicht extrem problematisch, weil die Probleme ja menschliches Leid ist. Also es ist natürlich super, dass es so unglaublich effiziente Beseitigungsstrategien gibt für katastrophische Krankheitszustände. Aber es bleiben trotzdem menschliche Krisenerfahrungen, die bewältigt werden müssen. Und spätestens dann, wenn die Krisendefinition komplett an die Biomedizin verlagert wird, dann wird es ganz, ganz problematisch. Was man sich sofort klar machen kann, wenn man sich eben nicht Herzinfarkt und Schlaganfall anguckt, so die Parade, oder Verkehrsunfall, so die Paradebeispiele der modernen Hochleistungsmedizin, sondern chronische Krankheiten, Behinderung, psychische Störungen, wo sofort eminent klar ist, dass die medizinische Definition des Problems Teil des Problems und nicht bereits nicht seiner Bewältigung ist, also Teil der Verhärtung des Problems, chronische Krankheit oder Behinderung. Damit kann man als Gesellschaft nicht adäquat umgehen, wenn man das allein als biologisches, pathologische Pathologie in den Blick nimmt. Vielleicht so viel ist an der Stelle. Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Erklärung, warum ich hier sitze. Mit den Jahren entwickelt man einen Blick für ein Mobiliar, dem man vertrauen kann. Und deswegen sitze ich lieber jetzt hier auf der sicheren Seite. Was nicht heißt, dass ich mich da abgrenzen möchte. Ich habe immer einfach eine eigene Sicherheit zugrunde liegen, die natürlich hier sitzen. Ja, ich beantworte die Frage gerne so. Meine Berührungspunkte mit Medical Humanities, die haben da angefangen, dass ich bewusst Gedanken darüber gemacht habe, als ich die E-Mail bekommen habe und eingeladen wurde zur Veranstaltung. Und ich war eigentlich zu der ersten Veranstaltung eingeladen, da konnte ich in der Tat nicht. Ich habe gesagt, okay, ich könnte gerne zur letzten kommen und muss zugeben, dass ich auch ab und zu mal in die Vorlesung reingeschaut habe oder auch mal geguckt habe, was ist das eigentlich, ich bin da ganz ehrlich. Im Nachgang muss ich sagen, als Psychologe tätig in der Medizin, also in der Uniklinik, bin ich ja eigentlich im Felde. Also ich meine, im Prinzip arbeite ich dieses Thema ja eigentlich schon oder arbeite in diesem Thema und in der Psychosomatik umso mehr. Und Sie haben gerade schon darauf hingewiesen, so diese Verbindung zwischen körperlichen, seelischen Zuständen und so weiter, das ist eigentlich das Paradebeispiel. Wobei man hier an der Stelle dazu sagen muss, man kann das durchaus auch berufspolitisch diskutieren als Psychologe im Kontext der Medizin. Durchaus auch im Bereich der Psychosomatik ist immer die Frage, in welchem theoretischen Hintergrund dort Medizin betrieben wird. Also bei uns in Deutschland in den Psychosomatik-Lehrstühlen oder bei den Ausschreibungen liest man immer gern, dass da irgendwas mit Neuro sein muss. Und wir haben bei uns jetzt auch eine Ausschreibung gerade, also unser Klinikdirektor geht im nächsten Jahr in den Ruhestand, auch eine Ausschreibung. Ich habe die Liste nicht mehr so ganz im Kopf, weil von meinem Themengebiet ich etwas woanders bin, da komme ich dann gleich dazu, wenn es um diese Studierendengesundheit geht. Denke ich auch, dass da Neuro eigentlich auch gewünscht ist. Und das ist so die Frage, ne? Also die Sie auch angerissen haben, wo ist die Sinnhaftigkeit oder kriegen wir da wirklich diese Komplexität des Seelischen und so weiter, kriegen wir die damit eigentlich erfasst. Der zweite Punkt ist Zugang zum Thema, ich bin Analytiker von Hause aus, also ich habe eine Analytiker-Ausbildung gemacht, habe von dort aus natürlich auch einen Zugang zu interdisziplinären Denken vor allen Dingen und auch Wissen halt und bin jetzt eigentlich, ich mache jetzt mal einen Sprung, ich habe viel Psychotherapieforschung gemacht, das mache ich eigentlich immer noch, aber bin jetzt so seit
ungefähr 12 Jahren mit dem Thema Studierende Gesundheit in der Tat beschäftigen. Das war auch der Grund, warum ich eingeladen wurde, zu dem Thema zu sprechen, und stelle jetzt fest, wo ich mich beispielsweise mit dem Konzept des Wellbeing beschäftige, ne, der für mich beispielsweise in der Literatur, Mental Health, Wellbeing, amerikanische Literatur, das ist, geht so runter, das ist quasi eine Begrifflichkeit, und dass wir uns im Deutschen da unfassbar schwer mit tun, mit diesem Begriff des Wellbeing eigentlich. Und bin gerade dabei, da von der Seite aus mich in Hedonismus und Eudemisch und so weiter, mich da reinzulesen, reinzudenken, und erlebe das auch als Analytiker, der eher gewohnt ist, in pathologischen Strukturen zu denken, als eine unfassbare Bereicherung, so dieses Positive, Flourishing und Languishing, so dieses Erblühen, ne, wie kriegt man Patienten dazu, trotz ihrer Erkrankung letztendlich trotzdem ein gutes Gefühl von sich selbst zu bekommen und so weiter. Wie können wir das Wellbeing steigern? Und das versuche ich, ich mache mal Punkt, zu dem Thema Studierendengesundheit in Verbindung zu bringen, weil ich habe die Vermutung oder die Hoffnung, dass wir damit möglicherweise zur Destigmatisierung von psychischen Erkrankungen beitragen können, zumindest aus meiner Sicht lohnt es sich darüber nachzudenken, um dieses Konzept, wie gesagt, mehr ins Bewusstsein zu bringen, das Narrativ dafür aufzubauen und, wie gesagt, da einen besseren Zugang zu Studierenden und letztendlich auch zu Menschen zu bekommen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Vielleicht erstmal so viel dazu. Ja, vielen Dank schon mal für diesen ersten Aufschlag. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir hatten Themen im Gespräch, das Verhältnis von Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, insbesondere wenn man sich fragt, was ist eigentlich Psychologie oder wovon handelt die Psychologie. Wir haben viel Psychodynamik, Psychoanalyse anwesend, also offensichtlich vielleicht dort ein Feld, in dem man darüber nachzudenken gewillt ist. Dann haben wir darüber gesprochen, dass die Medizin eine Humanmedizin ist und dass wir sozusagen die Humanities schon im Namen des Programms haben, wenn wir auf die deutschen Begriffe für die Medizin, Praxis und Forschung blicken. Auch wie ein biomedizinisches Paradigma nicht nur Probleme löst, sondern vielleicht sogar selbst Probleme schaffen kann. Und dann gerade in den Ausführungen von Herrn Weber nochmal den Faden aufgegriffen, Psychosomatik, der Zusammenhang von Körper und Geist oder Leib und Seele, vielleicht also doch wieder Natur- und Geisteswissenschaften, die irgendwie beide einen Beitrag haben oder leisten können, während wir eine Dominanz der Neurowissenschaften bemerken können. Mit dem letzten Punkt über Pathology versus Wellbeing kommt dann noch die Frage ins Gespräch, wie verstehen wir Gesundheit, wie verstehen wir Krankheit? Ist Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit? Das wäre ein negativer Begriff. Ist es mehr als das? Naja, was ist es denn? Das wäre ein zu findender positiver Begriff von Gesundheit. Also vielleicht schon ein ganz weites Feld von möglichen Themen, die das Gespräch unter unseren Gästen jetzt weiterführen können. Ich würde die Reihenfolge von eben einfach nochmal aufgreifen und Frau Professor Malich bitten, Ihre Gedanken, die Ihnen hier so gekommen sind, mit uns zu teilen. Ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen, oder einen neuen Akzent zu setzen, vielleicht noch lieber. Ja. Also ich fand vielleicht zwei Dinge ganz interessant, also gerade auch tatsächlich, dass Sie jetzt auch Psychoanalyse und Psychodynamik in der Vorlesung hatten und Sie auch aus der Richtung kommen und ich auch aus der Richtung komme, auch wenn ich in meiner eigenen Forschung wirklich nicht psychodynamisch forsche, wie Sie jetzt auch mal sagen. Also dachte ich jetzt gerade, dass das eigentlich wirklich interessant ist, dass es da irgendwie noch so tatsächlich geisteswissenschaftliche, also dass die Psychoanalyse oder Psychodynamik, sagt man ja, ist eigentlich aus der Forschung und Wissenschaft mittlerweile komplett raus. Das stimmt ja scheinbar dann irgendwie doch nicht, aber es spricht irgendwie dann dafür, dass es oft so eine Art Heim in den Geisteswissenschaften dann doch noch findet oder so eine bestimmte Art vielleicht auch zu reflektieren und zu denken, die eher eine geisteswissenschaftliche Methodik ist. Also ich würde tatsächlich diese ganzen Medical Humanities, Psychological Humanities, dann gibt es hier noch Environmental Humanities, wir haben jetzt über Health Humanities in Lübeck nachgedacht, und da ist dann oft die Frage, was sind denn Humanities? Das ist wahnsinnig breit. Und manchmal denke ich mir, naja, vielleicht ist es schon auch eine Art und Weise, einfach
zur Erkenntnis zu kommen, also eine Art Methodik, die eben nicht hypothetisch-deduktiv ist, sondern zirkulär ist und sehr viel einfach mit Lesen, Schreiben, Denken, mit bestimmten Praktiken zu tun hat, dass das auch so ein Gemeinsames ist. So, das war das eine. Das andere habe ich, um ganz ehrlich zu sein, vergessen. Das würde ich jetzt auch nicht. Also es fällt mir bestimmt wieder ein. Ich nehme die Ball mal auf. Ja. Ich würde vielleicht als allererstes mal sagen, wollen als zwei verschiedene Stoßrichtungen von Natural Humanities oder von dem, was wir als Institut in Lübeck machen, unterscheiden wollen. Das eine, worin ich unseren Beitrag zur Ausbildung sehe, und das andere, was mehr, worauf wir insistieren, ich auch als Institutsdirektor und deswegen ein kollektives Wir, insistieren würde als Forschungsagenda. Das erste ist, da würde ich mich und geisteswissenschaftliche Ausbildung, geisteswissenschaftliche Zugänge erstmal zurücknehmen wollen. Also bin eher skeptisch, also ich bin erstens skeptisch, ob diese Gegenüberstellung von Natur- und Geisteswissenschaften gut funktioniert, zweitens skeptisch, ob es klug ist, alle Studierenden so irgendwie universalwissenschaftlich ausbilden zu wollen. Ich glaube, es geht um was ganz, ganz Konkretes, was ich gerne vermitteln möchte. Erstmal eine Medizinstudie und dann kann man überlegen, wie das in andere Studiengänge reinpasst. Und das hat was damit zu tun, dass beobachte, dass das Medizinstudium, also insbesondere das Medizinstudium, ich rede jetzt erstmal nur von dem Medizinstudium, in den letzten Jahren, in denen ich das jetzt aus der lehrenden Perspektive beobachte, scheint es mir so, dass es sehr, sehr professionalisiert ist, dass wir die Studierenden deutlich besser ausbilden als mein Studium zum Beispiel vor 40 Jahren. Viel durchdachter, viel besser aufeinander aufgebaut, viel besser organisiert und zugleich auch extrem viel anwendungsorientierter. Und das haben die Studierenden aber in einer Weise verinnerlicht, dass sie sich jetzt wünschen, sie müssten perfekt ausgebildet werden. Ich habe noch nie so viele Kollegen klagen hören, dass die Absolventen nichts können, wenn sie die Universität verlassen. Das ist wahrscheinlich ein typischer Habitus von Einarbeitungs- und Oberarztpersonal, aber ich glaube, dass da trotzdem was dran ist. Also dass gerade weil wir die Studierenden so perfekt ausbilden, sie nichts mehr sich selbst zutrauen. Das ist kein Widerspruch, sondern eine logische Konsequenz, weil wir es ihnen genau zeigen, wie es sein muss. Und weil wir sie noch besser trainieren wollen. Und weil es ja auch 1000 Vorschriften gibt, wie man einen zentralen Venenkatheter zu legen hat. Das kann man nicht einfach so rumpruppeln, wie wir das damals ausprobiert haben. Das ist ja auch gut so. Aber was heißt das? Das heißt, dass diese Perfektionierung der Medizin als praktischer Wissenschaft ein Selbstläufer geworden ist. Und dass dabei unglaublich viel anderes zu kurz kommt. Und eines, was dabei zu kurz kommt, ist die Patientin, den Patienten als menschliches Gegenüber wahrzunehmen in der je eigenen Lebenssituation. Das würde ich sagen, ist der Einsatz, den wir in unserem Fach machen. Auch mit dem Hintergrund, das ist meine feste Überzeugung, dass nur wenn es Studierenden gelingt, diese Perspektive beizuhalten, sie erfolgreich in ihrem Besuch, also wirklich befriedigend in ihrem Beruf tätig sein werden. Und das heißt, das wäre sozusagen der Einsatz von den Humanities gegen die Medizin, neben der Medizin, gegen die Medizin, klar zu machen, dass die subjektive Wahrnehmung des Patienten eine, und zwar die zentrale Realität, die zentrale Handlungswirklichkeit der Medizin ist. Die kann medizinisch völlig irrelevant sein für die diagnostische oder therapeutische Entscheidung. Und es ist trotzdem die einzige Perspektive, auf die es am Ende ankommt, ob die Medizin funktioniert oder nicht. Und das klar zu kriegen, dass es diesen Clash gibt. Und das kann man dann noch erweitern um die soziale Perspektive, inwieweit genau dieses Vorgehen oder die Patientenrolle stigmatisiert ist oder Vorteile bietet oder sonst was, wo das Licht ist gescheitert. Klar zu kriegen, dass Objektivierung das Tool ist der Medizin und die subjektive Wahrnehmung der Patienten genau dieser Medizin die Hürde, die gemeistert werden muss. Das ist diese erste Perspektive. Die andere kommen wir später zu, und die fachliche.
Möchten Sie aufgreifen, weiterdenken? Weiterdenken. Ich habe es gerade versucht zu verstehen. Ich denke, bin auf dem Weg, aber ich komme vielleicht von der anderen Seite nochmal, von der Patientenorientierung. Das heißt, welches Outcome aus Forschungsperspektive, also aus Forschersicht, welches Outcome haben wir eigentlich am Ende der Therapie? Sehe ich, dass da auch ein, naja, also für die Psychiatrie, die ja zu unserem Fach, zur Psychosomatik, also eher so ein gespaltenes Verhältnis hat, um das mal vorsichtig auszudrücken, und was da stattgefunden hat, wie viele Jahrzehnte lang in Forschung, Grundlagenforschung investiert wurde und am Ende, ich habe das Zitat immer noch, die kennen ihr vielleicht, Thomas Insel, der ehemalige Direktor vom National Institute of Mental Health in den USA, also die Forschungsförderungsinstitution, der nur Neuroscience und Genetics und so weiter gefördert hat, der sagte, wir haben 20 Milliarden Dollar in diese Forschung reingesteckt und am Ende ist die Suizidrate bei den Menschen immer noch nicht runtergegangen, wir haben immer noch keine guten Konzepte für Versorgungsmittel und so weiter. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder von vorne anfangen sozusagen, also wenn wir diese Patientenzentrierung oder Orientierung weiter vorantreiben müssen. Und da habe ich jetzt auch ein Umdenken bemerkt. Zufälligerweise gestern habe ich eine Zeitschrift bekommen, die kriege ich regelmäßig zugeschickt, die nennt sich Die Psychotherapie. Das ist eine Zeitschrift, die wird so im Ausbildungsbereich für psychologische Psychotherapeuten, ist das eine Zeitschrift, wo man auch Credit Points und so weiter mit sammeln kann. Und die hatten in der Tat einen Artikel da drin, Therapieziele, eudämonische und hedonistische Therapieziele. Und da habe ich gedacht, huch, haben die das auch entdeckt. Ne? Und zweiter Punkt, jetzt im Juni findet in Ottawa in Kanada ein Kongress statt, Psychotherapieforschung, SPR, das ist so die Champions League der Psychotherapieforschung. Und die haben in der Tat in ihrer Ankündigung Kongressthema andere Therapieziele. Ich breche das jetzt mal auf zwei Sätze herunter, dass es nicht nur darum geht, die Depression um 3 Punkte runterzuholen im Fragebogen, sondern dass es vielleicht wirklich um Wohlbefinden geht, Wellbeing oder was will der Patient eigentlich? Und dass es ganz andere Parameter letztendlich für uns in der Forschung wichtig werden. Und da denke ich, ist ein unglaublich toller Ansatz oder Verknüpfungsmöglichkeiten mit Medical Humanities, wirklich andere Therapieziele auch zu formulieren und dann wirklich auch diesen, ich bin weit entfernt von meinem Arbeitgeber jetzt hier, 300 Meter Luftlinie zu sagen, dieses biomedizinische Diktat so ein bisschen beiseite zu legen und zu sagen, ich will nicht über die Krebsforschung, ich rede jetzt wirklich über die psychischen Störungen hier an dieser Stelle halt, dass wir da wirklich noch ziemlich nachbessern müssen. Wir wissen eigentlich immer noch nicht. Wir können das Gehirn zwar gut erklären halt, aber wie das bei der Depression ist, wie das bei den Patienten dann wirkt, wenn da sich jemand versucht, möglicherweise umzubringen, darauf kann die Neurobiologie uns keine Antwort geben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der aus meiner Sicht geändert werden muss. Ja, also ich würde auch sagen, diese Patientenperspektive ist wirklich zentral und ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Beitrag von Geisteswissenschaften, auch im weitesten Sinne, auch also Literatur zum Beispiel oder auch Arts and Humanities, wie es ja dann manchmal im englischen Sprachraum heißt, weil ich finde gerade psychotherapeutisch oder auch, ich denke auch aus einer Ärztinnenperspektive mit enormem Leid, mit Suizid, mit auch schwerer Krankheit konfrontiert zu werden, da war meine Erfahrung, dass es mir mehr bringt, tatsächlich bestimmte theoretische Modelle zu haben oder auch Literatur zu haben für Empathie oder so. Also es brachte mir wenig, dann zu schauen, okay, diese Intervention ist statistisch gesehen so ein bisschen besser als die andere. Also ich fand für diese Momente, in denen man ja dann wirklich zu zweit mit einer Person ist, der es enorm schlecht geht und auf sich zurückzugeworfen ist, fand ich das schon extrem sinnvoll ist zu wenig, wertvoll und hilfreich. Und eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen, ohne ein bestimmten geisteswissenschaftliches Potenzial sowas wie Psychotherapie zu machen. Und sei das jetzt irgendwie in einer weiteren Allgemeinbildung. Ich merke nur jetzt, wo es so viel um Medical Humanities ging, dass mir eigentlich tatsächlich nochmal ein bisschen ein anderer Hintergrund wichtig ist, nämlich gar nicht so unbedingt primär nur PatientInnenperspektive, die ich auch wirklich sinnvoll finde. Also um was es mir ging mit diesem quasi auf dem Zug aufspringen der Medical Humanities für andere Fächer, war schon, dass ich da nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung einfach ein ganz großes Gap sehe. Also die Medizinethik und auch die Medizingeschichte sind ja wirklich in Deutschland zumindest institutionalisiert. Die haben in der Approbationsordnung, ist es festgeschrieben, dass es bestimmte Lehre geben muss. Das bedeutet, es gibt auch Lehrstühle, Forschung und so weiter.
Das ist in der Psychologie und Psychotherapie anders. Da gibt es das nicht. Da gibt es auch einfach schlichtweg kaum Professoren, kaum Mitarbeiter in Stellen, kaum Forschungsförderung für Projekte, die sich zum Beispiel mit Psychotherapieethik beschäftigen. Oder auch mit der Geschichte von Psychologie und Psychotherapie, wo vieles einfach gar nicht erforscht ist. Und deswegen war für mich auch eigentlich eher so aus akademischen Gründen wichtig, so ein gemeinsames Label zu haben, was dann eben Psychological Humanities wäre, für das, was die Medical Humanities auch schon tatsächlich an Institutionalisierungen haben und an Forschung. Also um auch quasi Lücken zu füllen. Gar nicht nur auf PatientInnen fokussiert. Oder vielleicht auch die Perspektive, Sie haben gerade darüber gesprochen, so die Frage unserer Mediziner, dass darüber geklagt wird, am Ende, die können eigentlich so wenig. Halt. Die Frage so, die Begleitung der Studierenden, der Medizinstudierenden bezüglich dieser Thematik, also nach dem Motto, ich bleibe noch beim Wellbeing, sind wir in der Lage, den Studierenden sogenannte Wellbeing-Skills beizubringen? Können wir das in den Unterricht integrieren? Das heißt, wie kann ich mich möglicherweise von Belastung, also der Medizinerberuf ist nun mal viele andere Berufe auch, alle Berufe haben ein gewisses Belastungspotenzial in sich, aber wie schaffen die das dann mit Thema Tod und Sterben, mal die Klassiker, damit umzugehen? Ne? Das heißt, haben wir da eigentlich wirklich einen guten Blick dafür oder können wir da nicht oder sollten wir nicht da versuchen? Ich weiß noch, wie schwierig es war, wir hatten versucht, Valent-Gruppen, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich das wieder veröffentlicht, also es wurde lange diskutiert darüber und ist noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen, dass Valent-Gruppen möglicherweise für Studierende standardmäßig angeboten werden sollten. Valent-Gruppen, das heißt, was das ist? Genau, das sind Gruppen, in denen die Studierenden oder auch für Ärzte, Pflegende wird das in der Regel angeboten, wenn die Klinik gut organisiert ist, dass sie dort über ihre emotionalen Schwierigkeiten im Umgang mit Patienten und ihre eigenen auch sprechen können. Das heißt wirklich hier auch nicht nur das rein medizinische im Vordergrund zu sehen, sondern auch schon drüber in der Ausbildung sowas wie Selbstfürsorge entsprechend im Blick zu haben, halte ich für ungemein wichtig. Und da wäre wiederum auch die Schnittstelle möglich. Das ist nicht nur aus der medizinischen Seite, sondern das ist auch gut, wenn das jemand von außen macht, der von außen dazukommt und nicht, dass dann der Professor das irgendwie noch eben nebenbei mitmacht, sondern das soll wirklich dann von außen sein, so ein Ort des Rückzugs, des Besinnens und so weiter. Wenn man Wünsche formulieren darf, habe ich das gerade getan. Soll ich noch mal ein paar Gedanken zusammenfassen, noch mal kurz sammeln? Gut, wir haben in der zweiten Runde sozusagen manche Punkte vertieft, andere neue Perspektiven aufgeworfen und Frau Professor Malich hat angefangen mit einem Beitrag über die geisteswissenschaftliche Erkenntnismethode, dass wir etwas vielleicht Zirkelhaftes haben. Mir kommt in den Sinn ein hermeneutischer Blick auf das Problem, der versucht das zu verstehen, nicht nur es zu erklären zum Beispiel nach seiner kausalen Verknüpfung oder so, sondern nach dem Sinn zu fragen, der eine Krankheit zum Beispiel, welchen Sinn hat es, dass ich jetzt diese Krebskrankheit habe oder so, ist vielleicht etwas, das relevant ist. Dann sind wir mit Herrn Borg auf die praktische Seite der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern zu sprechen gekommen und diese Professionalisierung, oder Sie sagten sogar den Perfektionismus in der Ausbildung, der sozusagen paradoxerweise dazu führt, dass die Studierenden selber den Eindruck haben, nicht so richtig hinzukriegen und auch die Leute, die dann später die Studierenden ausbilden an den Krankenhäusern, klagen, die können irgendwie alle nichts. Kam mir die Frage in den Sinn, ob es vielleicht wertvoll wäre, wieder zu entdecken, dass Bildung auch mal Charakterbildung war, also dass auch das eine Aufgabe ist, die zur Bildung dazugehört hat, nicht nur das Ansammeln von Wissen. Und sicher gibt es so etwas wie die Kulturgestalt des Arztes oder der Ärztin und diese Figur hat einen gewissen Charakter oder auch nicht. Und ist das etwas, das bloß vom Himmel fällt oder ist das etwas, das ausgebildet werden muss? Vielleicht dazu, wenn dann, bitte. Wir hatten eine Konferenz, wir haben hier in Köln Arbeitskreis Mentale Gesundheit, da auch ein Vertreter einer Institution, in den Namen gesehen. Der sagte, es hieß früher mal Hochschulreife. Und deswegen ziehen wir das gerade ein. Und er sagte, er hat den Eindruck, dass viele Studierende zu diesem Begriff Reife gar nicht
mit sich bringen. Also wenn die zur Universität kommen, dass da viel auch eine gewisse Orientierungslosigkeit da ist. Das heißt, wie geht eigentlich studieren? Das heißt, also jetzt könnte man wieder anfangen, das müssen wir eigentlich schon mit den Schulen argumentieren, wo es möglicherweise losgeht. Also wie kriege ich eigentlich diese Reife? Es geht nicht um EC-Fächer, sondern wie bin ich überhaupt in der Lage, mich selbst zu organisieren, die Wertigkeit von Schulen und so weiter. Und da sagt er, das wäre so seine Beobachtung, dass da ein Großteil, nicht alle, ein Großteil der Studierenden noch recht unreif sein. Das ist ein Widerspruch. Ja, Sie sagt auch gerade schon, von vorne anfangen. Also auch das wäre wiederum von vorne anfangen und gucken, wo wir herkommen sozusagen und ob wir es auf dieser Grundlage schaffen können oder nicht. Ich mache weiter mit der Zusammenfassung. Der Hinweis nochmal von Frau Malig dann, dass wir offensichtlich mit der Psychodynamik, Psychoanalyse ein Feld gefunden zu haben scheinen, das da interessiert ist. Und auch Ihr Hinweis, es gibt an den Lehrstühlen für Psychologie wenig Forschung in diesem Bereich und keine eigentlich. Und jetzt sind wir aber hier und reden ein wenig über Psychoanalyse, also ein wenig die Wiederkehr des Verdrängens, wenn man so will. Aber der Impuls auch, dass Geschichte und Ethik sozialwissenschaftliche Kontexte nicht nur für die Medizin zu erforschen sind, sondern zum Beispiel auch für die Praxis von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und ja, genau, zuletzt haben wir dann mit dem Thema eigentlich Studierendengesundheit vielleicht nochmal die Belastung ins Gespräch gebracht und mit dem Hinweis auf die Wahlgruppen auch das Problem von emotionaler Belastung oder von Selbstfürsorge. Und Sie sprachen davon, dass es wertvoll ist, wenn jemand von außen dazukommt. Vielleicht ist auch das ein Impuls, den diese Medical Humanities setzen können, dass man also nicht nur in der Echokammer sozusagen des Krankenhauses lebt, sondern dass man auch guckt, welche Stimmen gibt es außerhalb der Perspektiven, die das Krankenhaus selber abbilden kann. Ja. Und ist das vielleicht ein Blick, der wert ist, eingenommen zu werden? Ich denke, das ist total wichtig, gerade dieser Blick von außen teilweise, der für mich schon auch da besteht, also einen Reflexionsraum zu eröffnen. Das hört sich oft so banal an, Reflexionsraum sagen wir immer gerne, aber ich finde das enorm wichtig, auf sein eigenes Fach zu schauen, darauf zu schauen, was machen wir ja eigentlich? Ist das richtig, ist das nicht richtig? Wie organisieren wir auch unser Studiengang, wie produzieren wir unser Wissen und wie setzen wir das eigentlich ein? Und da ist es, das können natürlich PraktikerInnen aus dem Fach selber machen und müssen das machen, aber gerade wenn es irgendwie zum Beispiel Ethnologen oder Personen aus der Soziologie oder den Geschichte von außen quasi auf das Fach schauen, finde ich das extrem wertvoll und wichtig, um nochmal so den Rahmen und den Kontext sich anzuschauen. Das ist das eine. Und das andere, da wollte ich gerne einhaken bei Ihrer Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären, die ja von Dilthey kommt. Und da muss ich sagen, da halte ich wirklich nicht so viel davon. Also das kann man ja auch selber historisieren, in welcher Zeit, oder gibt es sehr gute historische Arbeiten dazu, in welcher Zeit und warum es quasi zu dieser Unterscheidung kam und warum die so wirkmächtig wurde. Ich finde da ganz spannend Rens Bott, einen niederländischen Wissenschaftshistoriker auch und Informatiker ist der, glaube ich, auch, ne? Information Science. Und der versucht ja, sich sehr stark damit zu beschäftigen, mit der Geschichte der Geisteswissenschaften und auch, was sind Geisteswissenschaften. Und der sagt, eigentlich ist diese Dilthey-Unterscheidung gar nicht so wirklich gewinnbringend für viele Felder. Eigentlich geht es beiden, Natur und Wissenschaften und Humanities, um Muster erkennen, also Pattern recognition und schon auch um erklären. Und ich würde sagen, da sind auch die Geisteswissenschaften sehr unterschiedlich. Also ich bin ja vor allem in der Psychologie Geschichte oder Wissenschaftsgeschichte und da versuchen wir schon, historische Verläufe ein bisschen auch zu erklären. Natürlich nicht zu sagen, das war die Ursache und die direkte Folge, aber durch einen bestimmten Kontext zu rekonstruieren, wie kam es dazu. Also das würde ich, und ich würde auch sagen, bestimmte psychodynamische Ansätze versuchen eher Muster zu erkennen und nicht und teilweise auch durchaus zu erklären. Den Ball würde ich natürlich wirklich gerne aufnehmen, um nochmal sozusagen die Ansprüche, die Claims von Medical Humanities noch ein bisschen fundamentaler auszubuchstabieren. Und zwar jenseits einer Servicefunktion im Medizinstudium als Anspruch an das eigene Fach oder als Beitrag zur Fachkultur an den medizinischen Fakultäten oder im Universitätssystem, im Kanon der Fächer. Denn da scheint es mir wirklich gerade so zu sein, dass der Einsatz der Medizingeschichte, der Einsatz
von dem, was ich als Wissenschaftsforscher mache, ja eben gerade daran liegt, darüber nachzudenken, wie die Medizin in die Situation gekommen ist, in der sie heute ist. Und das heißt, von vornherein die Binnenperspektive aus der Medizin einzuklammern. Und das halte ich für wirklich das Proprium unserer Fächer. Also Wissenschaftsreflexion in diesem grundlegenderen Sinne in Anschlag zu bringen. Darüber nachzudenken, wie die Medizin, als Teil der Gesellschaft, als Wissenschaftssubsystem der Life Sciences organisiert und verfasst ist. Wie es dazu gekommen ist. Also gerade immer schon die medizinischen Begründungskriterien, Handlungskriterien, Leitfaden, Algorithmen einzuklammern, um darüber nachzudenken, was passiert, wenn man die Welt mit diesen Instrumenten, die Probleme in der Welt mit diesen Instrumenten zu bearbeiten, trachtet. In den Medical Humanities ist das oft diskutiert worden als der Unterschied zwischen den Medical Humanities als Service Department in den Medical Faculties, die dann auch noch Kurse anbieten, wie man mit passender, schöner Literatur Krebskrankheiten besser bewältigt. Das sage ich jetzt absichtlich als Abziehbild. Versus Critical Medical Humanities, die eben als in diesem fundamentalen Sinne kritisch sind, im kantischen Sinne kritisch sind, dass sie nach den Voraussetzungen medizinischer Probleme die Dimension fragen. Was sind die Bedingungen der Möglichkeit von? Und deswegen heißt das Institut eben, was ich leite, auch für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung, weil es genau diesen Impuls aus der Wissenschaftsforschung, aus den Science and Technology Studies aufnimmt, sich absichtlich erstmal ganz dumm zu stellen und zu fragen, was machen die da eigentlich und wie funktioniert das, was die da machen? Nicht, was sagen die, warum machen wir das so, sondern wie beobachte ich das, wie sehe ich das ineinandergreifende Funktionslogik? Nur so kann man, glaube ich, eine Annäherung kriegen daran, warum diese Medizin, die so super gut funktioniert, so viele Funktionsprobleme hat, zu der wir alle existenziell leiden, koproduziert. Ja, ich folge Ihnen sehr, wenn Sie sagen, dass die Medical Humanities nicht nur so als Dienstleister sozusagen angesehen werden. Ich habe den Kliniker, den Praktiker in mir gesagt, wir müssen was tun. Ne? Das heißt, die Patienten, die sterben. Ne? Also pro Jahr 700.000 Suizide weltweit. Und die Anzahl der suizidalen Gedanken, die schießt ins Kraut. Ne? Und das merke ich auch bei unseren Studierenden bei der Befragung halt. Wir haben gewisse Risikogruppen gesagt, da müssen wir was tun. Also das ist so die andere Seite. Das heißt, so die praktische Relevanz, die praktische Konsequenz daraus, ne, das ist aus meiner Sicht unglaublich, die dürfen wir nicht vergessen. Natürlich müssen wir versuchen, dass, wie Sie das geschildert haben, wunderbar, das zu verstehen von der Perspektive her, wie das überhaupt entstanden ist, aber wir dürfen nicht vergessen, und das hat, glaube ich, dann auch eine Akzeptanzerweiterung, bringt die mit sich, ne, dass man akzeptiert wird im Feld, dass man sagt, hier, wir versuchen wirklich jetzt an der realen Situation mit dieser interdisziplinären Arbeit versuchen wir was zu verändern. Also ich denke, man muss beides im Blick haben. Also würde ich mir vorstellen. Also vielleicht direkt dazu. Also da, überhaupt gar kein Widerspruch. Das wäre fatal, beides gegeneinander auszuspielen. Aber ich glaube, man braucht genau diese Perspektive der Wissenschaftsforschung, um, wie Sie das so schön sagen, zu beobachten, dass Neuro in die Neuausschreibung von Psychiatrie und Psychosomatik herstellen plötzlich reinkommt. Psychiatrie Würzburg, alle Professuren neu ausgeschrieben, also heißen ganz klassisch weiter, Gerontosucht, Psychosen, Psychotherapie, aber das heißt jetzt, alle heißen Neurobiologie der, Neurowissenschaften der. Der Traum ist noch nicht ausgeträumt, das gibt ein böses Erwachen. Ja genau, also dann kann man auch eben, also mit so einer Perspektive kann man sehen, wie das kommt, also warum gibt es diesen enormen Druck, so eine Position neu auszuschreiben. Und warum geht es sogar gleichzeitig, inzwischen sogar auch in Deutschland, auf psychiatrischen Universitätsklinikstationen Genesungsbegleiter, Psychiatrieerfahrene im professionellen Team? Ich assoziiere mal so einen Politiker, mir ist gerade ein Einfall gekommen. Es gibt eine Seite, die sich, die Internetseite, Internet
Surviving Antidepressants, das heißt, die, wie man von Antidepressiva quasi herunterkommen kann, das ist quasi eine Selbsthilfeorganisation, das heißt eine Selbsthilfeplattform, weil das da zum Teil, das wissen wir aus der Psychiatrie, die Antidepressiva zum Teil mit Nebenwirkungen und so weiter verhaftet sind, die schwierig sind zum Absetzen halt, ne? Und dass da wirklich die Leute zur Selbsthilfe gegriffen haben und dass die über diesen Besuch der Plattform, über die Erfahrungen derjenigen, die auch damit zu tun hatten, letztendlich ohne medizinische Hilfe diese Medikamente abgesetzt haben. Also das fand ich total spannend, das, zu sehen, dass es da auch Bestrebungen gibt, die dann völlig parallel, weil wie gesagt, das System hat da eigentlich versagt an dieser Stelle. Ja. Und da finde ich halt auch interessant, wenn man sich da den Kontext eben auch anschaut, dass man eben auch merkt, bestimmtes Wissen und therapeutische Praktiken, die passieren nicht nur in der Wissenschaft von Forschenden, sondern da sind auch ganz oft Patientinnen oder bestimmte Initiativen oder Momente mit beteiligt. Und das, finde ich, sieht man erstmal nicht mal, wenn man das Feld so von außen sich anschaut. Gut, oder auch eben. Das ist nicht nur, wenn man das Feld von außen anschaut. Aber das finde ich auch ganz spannend, weil es aber auch nochmal... Ja, auch also, teilweise um Machtverhältnisse geht, aber auch eine Möglichkeit, die umzukehren oder zu ergänzen. So, ich blicke auf die Uhr. Wir sind noch gut in der Zeit. Ich denke, wir können noch so etwa so 10 Minuten in dem Plenum weiter diskutieren, Entschuldigung, im Podium weiter diskutieren und danach das Plenum für Fragen öffnen. Möchtest du da einleiten? Ja, also vielleicht kurz über die Neurowissenschaft, weil hier gibt es eine Kritik der Neurowissenschaft und Sie haben ja mit Neurophilosophie beschäftigt. Vielleicht können Sie etwas darüber sagen, was machen die da? Genau, gibt es so philosophische Reflexionen über die Neurowissenschaft und gibt es zum Beispiel Schnittstelle zwischen ja, Neurowissenschaft und die erste Personperspektive, die subjektive Erfahrung und so weiter. Ja, also, wie kann ich da jetzt möglichst klar und knapp darauf antworten? Zunächst mal vielleicht so viel, ich habe im Studium Philosophie studiert und dann am Ende des Studiums selbst experimentell in den Neurowissenschaften gearbeitet, in der Hippocampus, elektrophysiologischen Hippocampus-Forschung. Mich interessieren zunächst mal die Neurowissenschaften als ein Feld der naturwissenschaftlichen Erforschung des menschlichen Gehirns und damit der biologischen Voraussetzung von Denken, Fühlen, Handeln, sage ich jetzt mal so platt. Neurophilosophie scheint mir über weite Strecken ein Vermarktungsgag, der philosophische Fragen nicht verstanden hat. Auch wenn es natürlich interessante, vielversprechende, philosophisch informierte neurowissenschaftliche Forschung gibt. Aber die Neurowissenschaften, also bis jetzt auf jeden Fall, also ich sehe nirgendwo, wo Neurowissenschaften so aufgestellt sind, dass sie einen substanziellen Beitrag zu philosophischen Fragen leisten. Also natürlich gibt es unglaublich viele empirische Phänomene, die schon seit der Beobachtung von oder dem Nachdenken über Blindheit oder Wahrnehmungsstörung oder Sprachstörung und so weiter philosophische Differenzierung unterstützt haben, inspiriert haben, herbeigeführt haben, aber die Idee, mit den Naturwissenschaften der Philosophie aufhelfen zu können, hat natürlich aus einer europäisch-kantischen Perspektive immer in Kategorien, also einen Denkfehler zugrunde. Also man muss ja immer intellektuelle, theoretische Vorgaben in Anspruch nehmen, die man dann selbst gerade erklären, die man dann glaubt, naturwissenschaftlich erklären zu können. Also, was ich sehr, sehr faszinierend finde, ist, dass trotzdem aber genau diese Verbindung zwischen komplexer Forschung, philosophischen Fragen,
unglaublich offen. Und das wiederum ist, glaube ich, das scheint mir ein ganz anderes Phänomen zu sein. Da geht es mehr um die Frage, welche Rolle spielt eigentlich Wissenschaft in unseren modernen Gesellschaften. Und da würde ich mal sagen, da ist nun wirklich Neurophilosophie, Neurowissenschaften und philosophische Fragen das Paradebeispiel, wo nach wie vor offensichtlich Menschen extrem, sowohl von der Forschung extrem fasziniert sind, als auch von den damit sich verknüpfenden philosophischen Fragen. Ja, vielen Dank. Ich nutze vielleicht auch die Gelegenheit, um nochmal ein Thema aufzugreifen und zurückzuspielen, um die Unterscheidung, vielleicht sogar Gegensatz von Verstehen und Erklären, da haben Sie eingeworfen, dass das vielleicht gar nicht die allerwertvollste Unterscheidung ist, die wir haben. Und das ist mir ganz sympathisch, weil das aus so einem Entweder-Oder-Denken auf so eine Sowohl-als-auch-Perspektive zulenkt oder zulenken könnte. Und dann war die Rede davon, dass sowohl Verstehen als auch Erklären eine Art und Weise sein könnte, Muster zu erkennen. Also irgendeine Art von Metaperspektive offenbar, die eingenommen werden kann. Und vielleicht ist auch das eine Aufgabe von Medical Humanities, so eine Metaperspektive zu haben, unter der, Sie sprachen davon, die Theorie als Kit, um die disparaten Felder Geschichte, Ethik, wie auch immer zusammenzubringen. Vielleicht ist das eine Stoßrichtung, die man verfolgen könnte. Was denken Sie darüber, so Metaperspektiven in den Medical Humanities? Also ich glaube, oder willst du erstmal? Also ich glaube, das Problem bei Medical Humanities, bei allen Humanities, ist, Geisteswissenschaften sind unglaublich groß und heterogen. Mhm. Und wir haben jetzt immer so ein Label, was ich auch ja gerne benutze, aber das Problem ist, Fachdisziplinen sind Fachdisziplinen. Geschichtswissenschaften ist ganz anders als Philosophie oder Literaturwissenschaft. Und das sehe ich oft so ein bisschen dann als großes Problem, wenn man so diesen Umbrella-Term benutzt, weil das eigentlich sehr, sehr partikular ist, was die machen können. Und da würde ich auch drauf bestehen, dass das schon auch eine Art Grundlagenforschung, geisteswissenschaftliche sein kann, in Bezug dann eben auf medizinische Fragen oder in Bezug auf andere Fragen, die Gesundheit, den Körper und den Menschen betreffen. Also genau, das wäre also erstmal quasi eine, ja, würde ich es wichtig finden, die Medical Humanities als quasi relativ groß zu sehen. Dann, wie man die unterteilt, also was schon durchaus sinnvoll ist, wenn man sich mit anderen Disziplinen beschäftigt, in dem Fall mit der Medizin, so eine Metaperspektive einzunehmen. Also deswegen wäre für mich schon so der Blick, sagen wir mal von außen oder auch als Medizin, als Gegenstand der Geschichte zum Beispiel, der Ethik oder auch der Wissenschaftsphilosophie, also das würde ich so als so eine Metaperspektive verstehen, die Sie meinen, fände ich schon extrem wichtig für die Medical Humanities. Und dann würde ich aber auch sagen, dass zu diesen Humanities schon auch so Medizinphilosophien, also wo Cornelius natürlich der Spezialist ist, gehören, die nicht unbedingt eine Metaperspektive auf die Medizin einnehmen müssen, sondern sich vielleicht eher damit beschäftigen, was ist denn Krankheit, was ist Gesundheit oder auch vieles von dem, was ich gar nicht so gut kenne und du wahrscheinlich besser kennst. Also so eine medizinische Anthropologie, muss ich jetzt noch dran denken zum Beispiel, was aber aus meiner, soweit ich weiß, nicht so eine Metaperspektive. Also ich finde das Bild, was Sie anbieten, erstmal eigentlich ganz schön. Und da würde ich auch eine Aufgabe von uns drin sehen, Gesprächsangebote zu machen, die allen Beteiligten zunächst erst einmal nicht naheliegen oder nicht selbstverständlich gegeben sind. Und in dieser Weise tatsächlich Vermittlungsarbeit zu leisten. Und dann würde ich auch vielleicht auch dazu tendieren, dass das umso besser funktioniert, je konkreter der Zusammenschluss, der Anlass, die Fragestellung ist. Und wenn ich das jetzt sage, muss ich dann gleich dazu aber auch eine Einschränkung machen. Ich weiß nicht, wie viele hier im Raum davon wissen oder daran möglicherweise sogar beteiligt sind. In Deutschland wird gerade über ein neues Curriculum im Medizinstudium berichtet, eine neue Approbationsordnung, die das Medizinstudium komplett nochmal besser, noch besser machen will, noch stärker weg von Wissen hin auf Kompetenzen umstellen will. Und das sage ich deswegen hier, weil damit genau diese Idee von Querschnittsfächern und überhaupt von klassischen Fächern auf dem Spiel steht und nur noch die konkreten medizinischen Probleme im Mittelpunkt stehen sollen. Und
da sehen wir jetzt zum Beispiel als Fach gar keine, also wir sehen wirklich nicht mehr, wie wir mit unserer Perspektive sinnvoll noch vorkommen können, weil das dann wiederum zu portioniert ist. Ne? Also wenn es jetzt nur die Hashimoto-Schilddrüsenentzündung ist, dann ist Geschichte und Theorie und Ethik der Hashimoto-Schilddrüsenentzündung wirklich einfach ein absurder Beitrag. Also natürlich ist das auch wichtig, aber so kann man Medizinstudierenden nicht beibringen, wie wichtig Medical Humanities sind. Vielleicht noch ein zweiter Gesichtspunkt hier, aber es funktioniert zum Beispiel, meine Erfahrung, vielleicht nicht deine, vielleicht auch, wenn wir zu Vorträgen eingeladen sind im Kontext von Krankenhäuser, Gesundheitswesen oder so etwas, dann sind es meistens sehr konkrete Fragestellungen und dann ergeben sich, finde ich, oft ziemlich gute Gespräche, gerade weil wir Brückenbauer sind zwischen verschiedenen. Das Zweite ist, was mir noch ein Anliegen ist oder wo man diese Perspektive vielleicht noch viel stärker oder viel klarer aufmachen kann, Lisa hat das gerade schon angesprochen, in Lübeck denken wir gerade darüber nach, wie man Gesundheit, und das trifft sich auch mit Ihren Überlegungen zu Eudaimonie und Wellbeing, wie man über Gesundheit neu nachdenken muss und warum Humanities in Bezug auf Gesundheit eine viel zentralere Rolle noch spielen müssen als bei Medizin. Hintergrund ist, dass Gesundheit zurzeit gerade total en vogue ist und die Medizin jetzt, also nicht nur die DRK heißt Gesundheitskasse, sondern die Medizin soll auch viel stärker Gesundheit in den Blick nehmen und die Psychodisziplin Mental Health in Gesundheit, weil wir das nicht so gut auf Deutsch haben, verwenden wir das Englische dafür und vor allen Dingen Prävention betreiben. Und das ist so eins dieser Beispiele, wo man, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich sehr schnell klar machen muss, aber ich hoffe auch einsieht, dass Medizin eben und die Medizindisziplinen, so wie sie jetzt aufgestellt sind, denkbar schlecht geeignet sind, um Gesundheit zu machen. Das hat damit zu tun, also das fängt schon dabei an, dass Gesundheit in Medizinbüchern schlicht nicht vorkommt, weil Medizin nach Krankheiten organisiert ist und nach deren Behandlung. Das geht aber weiter, dass Medizin eben Prävention gar nicht anders denken kann als den Ausschluss von Krankheiten. Und das können wir inzwischen eben dank Genetik und so weiter unfassbar gut, aber mit der brutalen Konsequenz, dass wir völlig unbeeinträchtigtes Leben in Risikofaktoren zerlegen oder medikalisieren als Prädisease oder Risikomenschen, also Menschen, die nicht im Risiko haben, sondern die mit Sicherheit, weil sie die Genträger sind, auch wenn sie jetzt noch nicht krank sind, mit 40 dann krank sein werden. Wo man, glaube ich, wirklich sehr schnell darauf kommt, dass Gesundheit, und das, was wir mit Gesundheit meinen, offensichtlich anders funktioniert. Und auf jeden Fall nicht so funktioniert, nicht in Analogie zur Medizin operationalisiert werden kann. Und dann ist doch irgendwie sehr naheliegend, dass man deswegen andere Wissenschaften braucht und deren Expertise, was gesundheitsfördernd ist, was ein gesunder Stadtraum ist, was funktionierende Sozialbeziehungen sind, dass man solche Expertisen mit hinzunehmen muss und dass die zentral sind, wenn Gesundheit im Zentrum von Gesundheitspolitik oder Medizinforschung zukünftig spielen soll. Ja. Aus Humanities. Vielen Dank. Das, ja, sehr interessant. Müssen wir gleich in der anschließenden Runde auch nochmal Rückfragen stellen. Aber bevor wir das Plenum einladen in die Diskussion, würde ich Herrn Weber nochmal eine Chance geben, auch nochmal abschließend einen Gedanken zu teilen, wenn Sie möchten. Einen kurzen vielleicht zu dem anschließend, das, was Sie sagten. Also ich denke auch ein Problem. Er hatte eben darüber nachgedacht, naja, bis wann, wie lange soll es dauern? Ich hatte auch die Approbationsordnung natürlich im Blick, wie lange soll es dauern, bis wir mit der Medical Humanities, bis wir da ins Gespräch kommen, bis wir da zu Veränderungen kommen, halt, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich sehe ein großes Problem in dieser binären Sichtweise, gesund und krank, und das ist einmal dieses biomedizinische Modell. Ich hatte eben schon mal Begriff Stigmatisierung, hatte ich glaube ich genannt, halt, das sind ja alles solche Facetten, wo die Medizin keine Antwort finden kann. Da müssen wir in die Soziologie gehen, da müssen wir in die Psychologie gehen und so weiter.
Das heißt, hier öffnen sich eigentlich die Felder halt, um dann das Verständnis zu bekommen, halt, dass es wirklich notwendig ist, wirklich neues Denken um das Thema Gesundheit. Wir sind ja völlig schlecht darin, Gesundheit zu definieren. Krankheit können wir ja gar nicht. Die WHO hat es versucht, 48, ich will es jetzt nicht zitieren, halt, das hat lange gedauert, bis da eine Revision stattgefunden hat und so weiter, aber wir können es, glaube ich, immer noch nicht so richtig. Und da muss ein Umdenken, ich denke mir, da muss auch die Medizin an der Stelle sich öffnen, weil es kann nicht nur das biomedizinische Modell, ich denke mir, da, das wird langfristig nicht funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja, danke schön. Zunächst, ich glaube, eine Applausrunde ist angebracht. Herzlichen Dank für die Gespräche.